die Kühe sind da 30 Meter über uns. So, wie viel jetzt sind wir wieder mal klassisch tot? Scheiße! Boah, ich finde immer noch, dass das einer der geilsten Touren ist. Servus Leute, was geht ab? Ich bin mit Douglas am Start, weil. Ja, weil. Sie hat noch nie am Berg geschlafen und haben gesagt, das ändern wir jetzt. Und es trifft sich perfekt, weil jetzt sind die Perseiden, glaube ich, heißen es. Die Sternschnuppennächte. Heute ist komplett klarer Himmel, hoffentlich bleibt es so. Und die Premium-Leute unter euch kennen den Wasserfall natürlich schon, weil ich war voriges Jahr schon hier und ich habe voriges Jahr schon gesagt, ich mache einen Overnighter da. Und das Video, wer es noch nicht gesehen hat, wird oben verlinkt, ist immer noch eine der schönsten Touren, was ich jemals gegangen bin. Also brutal. Ich schwöre es euch, der Wasserfall ist sowas von genial. Aber man merkt direkt schon, wie es da feucht wird. Also wir gehen jetzt gar nicht zu weit zu, weil das kriegt halt so 10 Grad oder so. Wenn wir jetzt nass werden, dann haben wir ziemlich verkackt. Da hinten war ich letztes Jahr duschen. Da war aber deutlich nicht, aber schon weniger Wasser am Start. Übrigens, wir sind heute erst um 18.50 Uhr weggekommen. Dank österreichischer Regeln, ne? Man darf da natürlich wieder nirgends parken. Jetzt sind wir quasi schon über eine halbe Stunde zum Einstiegspunkt weggegangen, weil du darfst in Österreich gefühlt bei keinem einzigen See über die Nacht stehen bleiben. Perfekt. Läuft, danke dafür. Der Plan ist folgender, dass wir heute oben bei der Schutzhütte schlafen. Keine Ahnung, ob da wer ist, ich hoffe nicht. Und ich kann auch echt nicht mehr genau einschätzen, wie lange ich da gegangen bin, aber ich vermute schon so 2 bis 3 Stunden. Sprich, das Ganze wird heute wahrscheinlich eine kleine, feine Abend-Nachtwanderung. So, die ersten 130 Höhenmeter sind geknackt. Ich glaube, wenn ich mich noch richtig erinnere, dann ist da vorne gleich der nächste Wasserfall. Schau, wie gut das ich bin. Nächster Wasserfall. Was ich vergessen habe zu erwähnen, Setup zeige ich dann oben. Ich habe vorhin gewogen, es dürfte ungefähr mitbringen 18 bis 20 Kilo sein, was ich im Rucksack habe. Agnes, so 35 Kilo im Rucksack. Glaubst du? Ja. Wäre jetzt nicht so geil, wenn man ins Wasser fällt. Ah, oh, fuck off. Das ist geil, oder? Ah, langweilig. Ich finde den geil. Jetzt lasse ich eine Das war so ein bisschen, ja. Schau, fühl den Schockheit. Schaut sich den an. Ich weiß nicht, ob wir es aufschaffen bis zum Sonnenuntergang. Vielleicht haben wir Glück. Wir schaffen es bis zu dem Bankerl da hinten und geben sie dann den Sonnenuntergang, weil bis rauf kommen wir sowieso nicht. Das schaffen wir nicht. Ja. Übrigens, diese Buchtungen ist alles vom Starkregen. So, wenn es da regnet, dann geht es richtig ab. So weit kannst du glaube ich nicht mehr sehen. Sehen wir da links oben. Sagt das Zeiteisen. Ui, Puls ist krank. Puls ist geisteskrank. Ja, knapp 200 Höhenmeter haben wir jetzt gemacht. Ich glaube da drüben. Yes. Hoffentlich haben wir jetzt eine geile Aussicht. Ich glaube ist geil, oder? Huh! Oder willst du weitergehen? Ja, fix, Alter, das ist so eine gute Idee, was wir da gemacht haben. Oder? Leck mich an! Alter, schaut das geil. Leute, wir haben es zwar nicht abgeschafft, aber ich glaube, am besten zu tun werden. Ich glaube, das besser wird es halt nicht. Ach du Scheiße. Fuck! Scheiße! Ich habe gerade nicht gerechnet, dass das so geil aussieht. So, wir haben beschlossen, wir bleiben jetzt hier, bis die Sonne ganz weg ist. Weil es wird so oder so eine Nachtwanderung. Und bevor wir jetzt im Wald gehen, wo es sowieso schon finster ist, würde ich behaupten, wir bleiben da. Gönnen uns den Sonnenuntergang und dann geht's weiter. Und dann auf die Nacht hoffentlich noch eine fette Sternennacht. Ja, ich glaube schon.
Höhenmeter und wir starten jetzt wieder weiter. Ja, Weste ist angezogen. Dort ist unser Ziel. Zeige ich dir überhaupt richtig hin. Nein, doch, sicher, dort ist unser Ziel. Und ja, ich schätze mal, wir haben jetzt sicher noch 300 Höhenmeter, glaube ich schon. 300 Höhenmeter haben wir schon, 300 glaube ich sind es noch. Sind es wirklich 300? Ich glaube schon, ja. Wir haben jetzt genau 813 und bei 500 sind wir gestartet. Deswegen werden wir jetzt so ziemlich genau 300 Höhenmeter. Ich gehe jetzt, weil sonst kommen wir gar nicht mehr weiter. Mittlerweile ja, ist es im Wald komplett finster. Ich weiß nicht, ob man die Agnes da hinten sieht. Also im Wald ist es jetzt schon ein bisschen sketchy. Vor allem, wenn ich mich mitblende mit der scheiß Kameralampe. Aber, ja, wir sind am Weg, wir machen Meter. Es ist halt jetzt gar nicht so ohne. Ein bisschen gefährlich, jetzt müssen wir nicht mehr aufpassen. Komm mal. So, eins der Hindernisse hier. Ich muss halt echt aufpassen, weil mein Herz schon wieder. Da sind überall Wasserfälle. Das da habe ich vorerst, sind wir wieder mal klassisch tot. Ja, Mom. Schau nicht zu. Wow! Ja, was? Hast du das nicht gesehen? Ja, du, ich schau nicht zu, ja. Ja, es geht jetzt da runter. Da ist rechts von uns ein Wasserfall. Ich fühle mich schuldig, weil ich bin der Fahrer und sehe, dass es da runtergeht. Ja, und lass mich. Lass mich einfach runtergehen, Alter. Perfekt, danke. Danke, dass ich weiß, wie sehr du auf mich aufpasst. Sie hat das richtig im Griff. Ja. Naja, wir haben zumindest jetzt gerade wieder einen Wegweiser gesehen. Also, voll. Aber auf die Nacht muss man jetzt schon nur mal mehr aufpassen, dass man sich nicht verrennt. Das Gute ist, dass bei uns die Markierungen da ein bisschen die reflektieren so ein bisschen. Das ist ziemlich geil. Und man muss aber auch sagen, der Weg ist richtig gut markiert. Also die sind alle relativ neu. Was tut's da? Es ist gut. Es ist sprich, vom Gefühl her sind wir in der Nähe schon von der Weide, weil man einfach schon die Kühe hat. Das Ding ist, bei uns in Österreich, die Kühe, die rennen überall rum. Ohne Scheiß, auf der Tauplitz. Die Kühe, die snacken solche Streets auch entlang. Ja, da habe ich es gehabt. Da habe ich bei der Tablis gehabt, da bin ich so einen schmalen Weg entlang gegangen, so wie da jetzt. Und man hat nicht vorbeigekommen und die Kuh hat den kompletten Weg blockiert. Der war das aber scheißegal. Alter, dann habe ich über das Gebüsch umgekriegt müssen. Die hat das überhaupt nicht gejuckt. Ja, aber ja, auf jeden Fall, man riecht die Weide schon so ein bisschen. Ja, macht das vielleicht nicht nach, wenn ihr nicht schon ein bisschen Bergerfahrung habt, weil da unten ist eine Forststraße und wir Idioten gehen halt den steinigen Weg. Genau, nicht nachmachen, wenn es vielleicht noch nie wirklich auf dem Berg wart. Oder ihr seid verrückt, da macht es, was richtig geil ist. Ich habe mich gerade erinnern können, an diese Stelle, da steht jetzt nämlich, glaube ich, irgendwie was mit Kühe, bliblablub, aufpassen. Das habe ich voriges Jahr auch schon gefilmt, ein wichtiges Schild. Quasi Respekt vor die Almtiere, bliblablub. Habe ich aber alles im vorigen Jahr erklärt. Das habe ich eh oben irgendwo verlinkt. Das bedeutet, wenn wir das Schild sehen, wir sind schon bei dieser Alm und sind jetzt dann bei der riesigen Weide und ab jetzt haben wir eine Zeit lang wieder keine Bäume und so. Das bedeutet, wir sehen in Hümigurt und wir haben generell eine bessere Sicht, aber da oben sind irgendwo Kühe. Schauen wir, wie gechillt die wirklich sind. Da beginnt jetzt quasi die Weide. Geil. Das heißt, wir haben aber schon einen großen Teil geschafft. Das ist jetzt gar nicht mehr so brutal weit, glaube ich. Aber werden wir sehen. Keine Ahnung, ob es ihr das hört, aber man hört die Kuhglocken schon. Ja. Kühe auf die Nacht sollte man vielleicht nicht irgendwie anrempeln. Deswegen Rotlicht, wie die Agnes schon ganz vorbildlich da am Start hat. Genau, Rotlicht ist quasi für die Tiere beruhigend, beziehungsweise checken sie das gar nicht so richtig. Deswegen, wenn ihr auf der Nacht oder in der Nacht unterwegs seid, ja, Rotlicht im Wald oder so, ist für Tiere das Chilligste eigentlich. Deswegen werden wir jetzt schauen, dass wir möglichst wenig Licht da verwenden. Deswegen schaltet jetzt die Kamera dann wieder aus, weil die Kühe sind da überall oben. Und wir sehen ja jetzt halt eigentlich eh genug, würde ich mal behaupten, oder? Ohne Licht, oder was sagst du? Ja. Okay. Da oben hört man überall Kuhglocken. Leider, man sieht uns jetzt nicht, aber ich erkenne ein bisschen so die weißen Flecken. Also die Kühe sind da 30 Meter über uns gefühlt. Also so eine Luftlinie circa, würde ich sagen, 30 Meter sowas.
Und jetzt dürft es ihr, glaube ich, auch schon hören auf der Kamera. Wir sind jetzt genau exakt bei 1000 Höhenmeter mitten auf dieser Weide. Und weil ihr jetzt natürlich den Berg nicht seht, holen wir doch, ich mache einfach mal ein Foto für euch. So schaut es quasi gerade für uns aus. Das war eine Langzeitaufnahme. Aber so sieht es jetzt eigentlich da vorne. Das Foto ist von jetzt. Also das ist direkt vor uns quasi der Ausblick. Das heißt, wir haben schon noch ein Stück, weil dort, wo die Mauer anfängt zwischen die zwei Hügeln, dort werden wir pennen. Also da, wo der Fingernagel jetzt ungefähr ist. Und das ist der Ausblick von jetzt gerade. Sprich, wir haben noch ein Stück, aber ist egal, weil wir haben Bock. Und es werden immer mehr und mehr Sterne, ja, richtig geil. Suisensi, Schaffberg über, Himmelspater. Schauen wir mal, wo Kuh bleiben, doch, überall. Ich weiß ja nicht, du sagst zuerst, warte. Kurzes Update, jetzt stehen wir, wo sind wir? 1200 haben wir fast, gut. Jetzt haben wir insgesamt schon 700 Höhenmeter. Ja. Das heißt, am Gipfel fehlen jetzt noch 500. Ja, das Gelände ist halt ein bisschen schwierig. Aber gut, let's go. Vor allem, jetzt ist da schon überall Feuchter. 1700 Höhenmeter haben wir genau. Es ist jetzt 22.45 Uhr und wir haben es geschafft zur Schutzhütte. Ich sag's euch, es ist ein Ausblick. Das ist die geliebte Schutzhütte. Vor uns ist die riesige Wand. Das ist doch Holz. What the fuck? Entschuldigung. Leute, wir sind im siebten Himmel, oder? Vor uns, ich mache dann wieder ein Foto, vielleicht sieht man es wieder, aber vor uns ist die fette Wand und das wird morgen geisteskrank genial ausschauen. Wir checken jetzt kurz die Hütte ab. Okay, die Steinerbahn fahre ich noch nicht da, aber man kann sie herlegen. Es geht. Es milft ein bisschen, aber mit dem müssen wir leben. Das ist immer Tipp. So, wir machen kurz den Loadout. Das ist die, ja, die Taschenlampe, was eigentlich immer am Start ist. Olaf, wisst ihr schon Bescheid. Wir haben hier die Isomatte. Ja, es gibt eine Isomatte am Start. Dann, da ist ja, Sonnencreme, was wir eigentlich endlich gebraucht haben. Und Zahnputzzeug drinnen. Was haben wir noch? Powerbank, Kopflampe, Stirnlampe. Am Start die Drohne. Die war noch nicht in Action, die kommt morgen in der Früh in Action. Die Hosenverlängerung, richtig geil, also die Hosen fühlen sich so stark. Revolution Race. Dann haben wir hier einen Snack. Linsen mit Speck. Einfach, weil du die Dosen direkt draufstellen kannst. Was haben wir noch? Thunfisch. Ein extra Kick. Alter, mein Wasser ist fast leer. Dann hier Reisfleisch haben wir noch am Start. Und was haben wir noch? Und mein Schlafsack. Genau, aber irgendein Sommerschlafsack. Wieso ist das ein bisschen feucht? Ja Leute, ich habe fast nichts mehr zum Trinken. Aber ich habe zum Glück noch ein Bier. Das haben wir extra mitgenommen in den Hosentaschen. Wir haben da noch einen Hobo und Feuerstahl, einen Akku. Und genau, das Besteck, ganz wichtig. Leute, Hofer für ein Feuer, glaube ich, oder irgendwie so. Und genau, ich habe nur ein bisschen Paracord und Zunder. Ja, das war's von mir soweit. Mehr aber nicht mit. Ist eigentlich gar nicht so viel, waren trotzdem fast 18, 20 Kilo. Genau. Ja, wir schlafen vielleicht doch draußen, einfach wegen Sternenhimmel und so und weil absolut windstill ist. Deswegen pennen wir vielleicht gar nicht da drinnen, da wird irgendwie nur so die Lagerstätte, glaube ich, dass ich nichts verliere. Also der Wolf montiert da gerade unser Licht. Ja, weil wir leider keine so coole Lampen haben wie der Bichl. Da hinten ist die Hütte. Da ist die Agnes. Da ist die Hütte. Und da legen wir es jetzt her. Das Ding ist, da geht es halt richtig runter. Ja, da geht es so richtig runter. Das ist so ein Ding, wenn du da runterfällst, bist du halt irgendwie so halb tot. Wenn du Pech hast und nicht einmal gleich tot. Ja, wir legen es jetzt da längs noch her, dann sollte das eigentlich safe sein. Nein, stecken wir noch her, dass nichts davon fliegt. So, da schlafe ich halt. Ich weiß, primitiv, aber ist mir scheißegal. Jetzt wird Sternen geschaut. Ich mache vielleicht noch Timelapse mit dem letzten Akku, was ich da noch seitlich habe. Aber jetzt, ja, wir machen mal das Bett klar. Gesnackt haben wir, Bier haben wir getrunken. Alles perfekt. So, ja. Wir werden mal Sterne schauen, weil sonst wird es jetzt spät. Das ist jetzt schon. Ja. Wir schauen lieber nicht auf die Uhr, es ist 1:30. So Leute, ich sage jetzt schon mal gute Nacht. Der Agnes liegt da schon unten im Schlafsack eingehüllt. Und ja, ich liege jetzt noch nicht im Schlafsack, weil ich probiere jetzt noch eine
Langzeit, Nachtzeit, nein. Eine Nachtzeit-Aufraffer auf einer. Wie sagt man das? Langzeit-Nachtaufnahme. Scheiß drauf, ich sag's jetzt so, eine Langzeit-Nachtaufnahme. Probier jetzt nur, deswegen bin ich jetzt weit weg von unserem Platz. Haut's rein, gute Nacht. Wir gehen jetzt ins Bett und hoffen, dass die Aufnahme was wird. Ich hab keine Ahnung, wo ich hinfilme. Aber wir haben eine sternenklare Nacht und ich hab die Sternschnuppe meines Lebens gesehen. Die war komplett brutal. Also wir haben jetzt schon 10 Stück oder so gesehen. Ja, über uns die Milchstraße. Wir hauen uns jetzt ins Bett. Gute Nacht, haut's rein. Ja, guten Morgen. Wir warten gerade auf den Sonnenaufgang. Der dauert aber noch kurz, der ist da hinten. Es war eine ziemlich kurze Nacht. Es war eine ziemlich kurze Nacht. Und jetzt ist es halt richtig kalt, ein bisschen und windig. Genau. Und wir haben da übrigens irgendwo gepennt. Vielleicht hier irgendwas. Da, ja. So, Sonnenaufgang ist dann gleich am Start. Deswegen, für mich hast du jetzt aufstehen, weil ich werde die Drohne vorbereiten, weil ich habe die Nachtaufnahmen verkackt. Bin mir ziemlich sicher. Aber gut, es ist wie es ist. Deswegen möchte ich zumindest den Sonnenaufgang drauf haben. Sonnenuntergang haben wir aber drauf. Es fehlen eigentlich nur die Sterne. Die Sterne waren richtig brutal. Die Sterne aber waren... vielleicht hast du Fotos von den Sternen. Nein, es schaut scheiße aus. Also, okay. Schaut, glaube ich, ziemlich scheiße aus. Ja, keine Leute, man kann nicht alles im Griff haben. Ich habe es nicht gesehen. Auf jeden Fall, die Sterne waren brutal. Also, da waren Sternschnuppen, die waren sowas von gestört. Der Mond war geisteskrank, also es hat sich auf jeden Fall ausgezahlt. Ja, genau, Leute. Gönnt sich meine Socken. Da sind wir auf Nacht nur nicht gesessen. Und haben quasi da den absolut geilen, ja, die absolut geile Aussicht. Dort ist unser Schlafplatz. Schaut sich das an, ich weiß nicht, ob man Agnes sieht, ne? Da ist Agnes. Dort haben wir geschlafen und diese Bergwand haben wir vor uns gehabt. So, den Sonnenaufgang haben wir jetzt gesehen, der war richtig geil. Ja, Nachtaufnahmen habe ich leider verkackt. Die Sonnenaufgangsaufnahmen habe ich ein bisschen semi verkackt. Ich bin schuld. Sie ist schuld. Nein, ist okay. Sind schon geil geworden, aber nicht so geil, wie man gedacht hat. Aber egal. Wir packen jetzt zusammen und schauen dann da noch ganz auf wie zum Gipfel. Und wie war das erste Mal auf der Nacht? Im Berg, am Berg, am Berg, im Berg? Gut. Danke. Gut. Angenehm eigentlich. Geil, oder? Ja. Kann man öfter machen. Ich hab's auf jeden Fall richtig geil gefunden. In der Früh war es kurz ein bisschen kalt, aber... Ja, Schüttelfrost des Jahrtausends. Ja, voll. Nein, aber voll. Ich glaube, wir hätten... Ja, das Ding ist, ich glaube, das kostet also nicht mehr recht viel mehr toppen, glaube ich. Nein. Das ist halt scheiße, weil wenn die erste Nacht am Berg schon so geil war, dann... Naja, aber wir wissen, wir meinen ja, wenn es irgendwie scheiße wird. Ja, voll. Dann starten wir mal, würde ich sagen. Piu, 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 piu. Es war mir wie immer eine Ehre. So, let's go. Ich muss wieder aufs Zeug aufpassen, sonst ist es weg. Boah, der schaut geil aus. Der ist richtig. Der ist richtig türkis, wenn da die Sonne ist. Seht unten. Ein besseres Wasser gehabt. Wir haben es jetzt gleich geschafft und die letzten Meter sind nochmal ein Traum. Die letzten Höhenmeter. 7 Minuten früher, wie es angeben war. Obwohl wir eine kleine Pause machen. So. Jawohl. Yeah, wir haben es geschafft. Geiler Scheiß. Und total. Schau richtig das schön. Das war geil. Das ist richtig schön, ist du, schön, oder? Und ich finde immer nur, dass das so schön erwischt. Ich finde immer nur, dass das einer der geilsten Touren ist, was ich bis jetzt gesehen habe. Das ist schon edel. Wir schauen jetzt vielleicht noch kurz auf diese Wand, oder? Und sonst zeigen wir uns unten beim See. Man kann es wahrscheinlich wieder nicht erkennen, aber da hinten ist sogar Schnee. Da hinten ist Schnee, dort ist Schnee, dort ist Schnee. Also und das im Mitten August, gell. Zur kurzen Vorstellung. Wir müssen quasi da jetzt wieder runter, ne? Dann sind wir da ewig lang die Wand entlang gegangen. Dann müssen wir da hinten rüber. Dann sind wir dort. Warte mal, nein, die ist weiter rechts. Dort ist die Wand quasi. Ja, aber die Wand quasi, wo wir geschlafen haben. Dann dürfen wir da wieder runter, gell? Da runter zu der Alm. Aber dann müssen wir von der Alm hinten den Rücken hinten runter, gell?
Dann sind wir irgendwann am See und dann müssen wir um diesen Hügel nur mal rundum gehen. Und da sieht man, da ist der große See, der Mondsee und der kleine See da. Da müssen wir die Straße entlang bis zum Wald in die Mitte und dort steht unser Auto. Also wir müssen jetzt quasi, wir haben noch einen richtig, richtig weiten Weg. Und das ist die Steilwand, wo wir drunter geschlafen haben. Da ist der Bar, der See. Geil, da ist der türkise See, da wollen wir jetzt hin. Also nächste Cut wird unten bei dem See sein. Und da ist die Hütte, wo wir geschlafen haben, wo ich mit der Drohne geflogen bin. Dort haben wir den Sonnenaufgang gesehen. Also wir müssen jetzt quasi wieder zurück zu dieser Schutzhütte. Ja, kurze Planänderung, wir müssen das jetzt echt ausnutzen. Wir rennen dort jetzt noch wieder. Also wir schauen uns den später an. Aber dann müssen wir wirklich runter, dann ja, braucht nichts mehr. Dann müssen wir runter. So, let's go, wir müssen über den Zaun. Illegal, scheißegal. Illegal, scheißegal, Leute. Zack. Wir müssen das jetzt noch sehen, Leute. Alter, wird das jetzt noch so Durchschlagübung oder was? Scheiße. So Leute, da ist nur ein See. So, jetzt haben wir wirklich alles gesehen, was man sehen kann. So, jetzt gehen wir dann wirklich runter, weil, Alter, bei mir schaut es zeitlich schon schwierig aus. Ich muss in ein paar Stunden von meinem Neffen sehen, der hat Geburtstag. Aber schaut mal, der Fels und da geht's zum See. Ach du Scheiße. Die Aussicht ist heftig, oder? Ja, ich verabschiede mich jetzt schon mal, ich weiß nicht, ob ich dann noch Akku habe und das ist, glaube ich, der spannendste Teil von jetzt. Leute, servus, führt euch kurz rein. Würde mich freuen, wenn ihr ein Like, ein Follow oder ein Kommentar da lasst. Wir sehen uns im nächsten Video. Let's get fucking Swifty! Geile Scheiße! Geile Scheiße! Gefühlt endet jedes Video bei mir mit Verletzungen. Ich blühe schon wieder. Hä? Aber wo?